Oh ja. Ja, legen Sie mal schön an. Da sind Sie. So, wunderschön. Letztes Mal vollzählig, Freunde. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Federfort! Auch herzlich willkommen allen Gästen aus dem Umland. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ihr habt euch hier fürs Klösterfest entschieden. Und ich für Günther ja auch. Finde ich schon mal spitzenmäßig. Und jetzt seid ihr mit mir am Start, mit uns am Start, hier den Trampelfüßchen aus Berlin. Gemeinsam mit uns das Klösterfest gebührend zu Ende zu bringen. Wir lassen uns richtig kacken hier heute. Ich sag bloß Finale! So, viele Freunde, los, mal geht's, dass ihr auch am Start seid. Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Zicke, zacke, zicke, zacke! Prost, ihr Säcke! Okay, alles klar, ich glaube, ihr seid soweit. Jetzt gibt es auch ein bisschen Macht. Auf die Mütze! Was sind eigentlich Klöser und wo kommen die her? Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähle sie dir. Hör gut zu. Das Floß ist das älteste Wasserfahrzeug der Menschheit. Erstmals erwähnt im Alten Testament. Dann im späten 12. Jahrhundert flößte man Bauholz aus dem Frankenwald zu entstehenden Städten. Die wilde Flößerei, Trift genannt, entstand im Mittelalter zum Transport von Brenn- und Kurzholz. Im 13. Jahrhundert gewann die Flößerei große wirtschaftliche Bedeutung. Der Rohstoff Holz war begehrt beim Schiffbau und später zum Bau von Eisenbahnen und Telegrafennetz. Ende des Dreißigjährigen Krieges benötigten Holzeinkäufer aus den Niederlanden dringend Holz für den Schiffbau. Das Flößereigeschäft blühte. Im 18. Jahrhundert befuhren Holländer Flöße den großen Rhein. Bis zu 600 Flößerknechte brachten das Holz in harter körperlicher Arbeit an sein Ziel. Nicht nur in Europa, in der ganzen Welt, in Amerika, erkennen sie nicht die Abenteuer des Huckleberry Finn. In Russland, zum Transport von Holz für den Bau von Häusern und Kirchen, in der Schweiz für den Bergbau und Eisenwerke. Bangladesch, riesige Flöße aus Bambus, hier für den Bau von Gerüsten für den Hausbau. Kanada, Finnland und Norwegen nutzen noch heute ihre großen Wasserstraßen zum Transport von riesigen Holzflößen, so groß wie 30 Fußballfelder.
Jahrhunderte vergingen. 1605 bei uns der Bau eines Teiles unseres Flugkanals und 1609 von Liebenwalde bis hier nach Schöpfung. Über fünf Schleusen, die ersten Flöße und Schiffe passieren den Kanal. Im Dreißigjährigen Krieg wurde er fast Wiederaufbau des Kanals, Industriegebiete und die Städte entstanden, Wasser benötigt und der Berliner See mit dem Finow-Kanal verbunden. Viele Waren fanden ihren Weg und natürlich auch immer wieder viel los. 1829 schon 110.000 Städte, neue Schleusen mit großen Stahltüren. 1898, 65.000 Flöße bahnen sich ihren Weg auf dem Finow-Kanal. Nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1972 wieder Flöße hier auf dem Finow-Kanal. Die Zeiten ändern sich, die neue Schleuse ein Radweg und das Wasser. Heute, hier, Radfahrer und Spaziergänger, Kinder, die hier wieder angeln, neue Kindergärten. Wir sehen die Schippenschütte mit ihren Gästen. Und heute, ja, heute hier zum 18. Flößnerfest. Wir sitzen an diesem schönen Ort, blicken aufs Wasser, sehen den Flößerverein in seinen Trachten. Die Floß dahin gleiten, umgeben von dieser wunderschönen Landschaft, umgeben von vielen fröhlichen Menschen, die jedes Jahr hier das Flößerfest in Finow feiern. Seid willkommen hier bei uns. Lasst uns den Abschluss feiern.
We'll be right back.
Oh,
wollen ein großes Leben im Lichterschein der Nacht und unsere Träume schmieden. Feuer für das Licht der Stadt. Wir wollen die Sehnsucht schüren mit Lichterschein bei Nacht und euer Herz berühren. Feuer für das Licht der Stadt. Großes Leben im Lichterschein der Nacht und unsere Träume schmieden Feuer für das Licht der Stadt.